Trash fragt Pietsmeet. Von welchem Spiel wart ihr dieses Jahr positiv überrascht und von welchem restlos enttäuscht? Das ist eine gute Frage. Da will ich eigentlich noch gar nicht so viel drüber reden, weil ich noch ein Top 5 und Flop 5 Video machen will. Und da wird bestimmt auch die, also im Flop 5 natürlich dann die Enttäuschung meines Jahres drin sein. Und im Top 5 Video wird natürlich auch mein positives Erlebnis in dieser diesjährigen Spielewelt da sein. Von daher würde ich einfach mal dreist Eigenwerbung auf dann das Video, was irgendwann noch in diesem Jahr kommen wird, darauf hinweisen und euch das angucken. Positiv überrascht war ich von Civilization 6, weil ich noch nie ein Civilization so viel gespielt habe. Ich weiß, es gibt viele Civilization-Fans da draußen, die den sechsten Teil nicht so gut finden wie den fünften. Und es ist vollkommen okay, aber den fünften habe ich nie gespielt. Und es war so, das Spiel war so geil, dass ich das halt privat, glaube ich, dieses Jahr super viel gezockt habe. Und das hat mich einfach persönlich positiv überrascht. Ich war noch von anderen positiv überrascht, aber das vielleicht dann eher am Ende des Jahres. Von welchem war ich maßlos enttäuscht? Keine Überraschung, No Man's Sky. Also, enttäuscht ist natürlich schon mal einfach. Also ich denke mal, dieses Jahr die Listen anführen werden Mafia 3 sowie No Man's Sky. Die Enttäuschungen sind easy. Positiv überrascht ist ein bisschen schwierig, weil die Sachen, die ich momentan gerne spiele, von denen bin ich auch ausgegangen, dass die gut werden. Also sowas wie Overwatch und Battlefield. Das ist jetzt keine Mega-Überraschung. Ich find's momentan relativ surprising, muss ich sagen, dass mich Pokémon Sonne so gecatcht hat. Also, dass das gut wird, okay, hätte ich gedacht, aber dass mich das so catcht, dass, wie viel ich es momentan spiele, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Deswegen, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, ist das meine erste richtige positive Überraschung. Ja. Also überrascht war ich auf jeden Fall, schon mit enttäuscht an. Enttäuscht war ich auf jeden Fall von Mafia. Ich habe von Mafia viel, viel mehr erwartet und ich gehe jetzt auch nicht von Spielen an, die gut oder schlecht waren, sondern einfach nur von meiner persönlichen Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung war bei Mafia extrem groß und bin dann halt enttäuscht worden. Wie zum Beispiel meine Erwartungshaltung war bei Civilization auch extrem groß und da bin ich halt nicht enttäuscht worden, das war grandios. Wo meine Erwartungshaltung halt gar nicht vorhanden war, war tatsächlich Infinite Warfare. Und ich muss sagen, das Spiel macht echt Laune. Das kann einiges. Natürlich werden jetzt viele sagen, oh, ja, COD und 100. Teil und so. Ja, stimmt, das ist der 300. Teil von Call of Duty und ähnliches, aber meine Erwartungshaltung als ein Spiel war halt null. Dann habe ich angefangen zu spielen und ich hatte echt Spaß. Und deswegen ist das für mich die positivste Überraschung dieses Jahres. Ja, sehr positiv überrascht war ich dieses Jahr von Die Zwerge. Das habe ich gespielt und ich muss sagen, das ist echt nice. Also davon habe ich null erwartet. Habe so gedacht, ja, ist halt so ein Game halt. Aber es macht vieles irgendwie anders. Und vor allem ist mal ein Spiel, was sich auch wirklich anders anfühlt. Also dadurch, dass die Story so erklärt wird, schon geil. Also bei anderen Spielen, wie Last Guardian zum Beispiel, was gerade rausgekommen ist, erwartet man auch geile Sachen. Und dann, das ist geil und die Erwartungshaltung wird da erfüllt. Aber bei Die Zwerge habe ich so gedacht, so, oh, ist halt so ein Spiel. Aber es hat so viele Sachen einfach neu und anders gemacht, dass ich das einfach cool fand. Ja, Daumen nach oben. Also, ja, restlos enttäuscht war ich von Sammy, wovon waren wir restlos enttäuscht? Boah, fällt mir jetzt gerade gar nichts spontan ein für dieses Jahr. Wahrscheinlich Anfang des Jahres irgendwas?